XCOM 2 Folge 4. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Zweiter Tag der Aufnahme für mich tatsächlich. Deswegen müsst ihr mir vergeben, wenn ich mich heute ein bisschen anders anhöre als gestern. Oder in der letzten Folge für euch in dem Fall. Dafür ist es heute wenigstens wieder ein bisschen ruhiger draußen, anstatt dass nicht dauernd irgendwelche Leute am Fenster stehen und meine Katze noch wahnsinniger machen, als sie sonst schon ist. Wo waren wir? Wir haben tatsächlich unseren ersten tiefschürfenden Verlust zu betrauern, nämlich Joel, möge er in Friede ruhen. Allerdings hätte Joel nicht gewollt, dass wir lange um ihn trauern, sondern dass wir weitermachen mit unserem Einsatz gegen die Aliens. Und das sage ich nur, weil ich der absoluten Meinung bin, dass Joel alles daran setzen würde, dass ich zurückgehe und seinen fetten, faulen Arsch rette. Jo, wird nicht passieren. Sorry. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das höflicher zu formulieren, aber mir fällt gerade ums Verrecken keine ein. Ist halt so. Wir weisen hier auf jeden Fall jetzt diesen Trümmernraum einen Ingenieur zu, der hier in 5 Tagen die Trümmer freiräumt. Yo. Und damit, wenn die Trümmer aus dem Raum dann raus sind, können wir dann neue Einrichtungen in diesen Raum reinsetzen. Was ist unser Ziel für heute? Unser Ziel ist es tatsächlich, natürlich nochmal ein paar Rekruten hochzuziehen und den Rollen zu verpassen. Ich kann jetzt hier nicht rumklicken. Abgesehen davon würde ich gern, ich glaube, eine Offiziersschule als erstes dann bauen und möglichst zügig damit anfangen zu erforschen, dass wir mehrere Truppenmitglieder in den Einsatz mitnehmen können. Tatsächlich sind es im Moment nur 4. Und damit sind wir nicht nur zahlenmäßig, als auch von der Tech-Stufe deutlich in der Unterzahl gegenüber den Aliens. Und das ist keine ideale Ausgangssituation, aber wir entwickeln uns weiter. In 3 Tagen gibt es dann modulare Waffen. Das ist auch schon mal ein guter Schritt nach vorne. Denn hier wird demnächst noch ein großer Zeitfaktor dazukommen, der uns definitiv unter Zugzwang setzt. Deswegen möchte ich hier in der Anfangsstufe, bevor wir hier richtig unter Zeitdruck stehen, so viele Sachen erledigen wie möglich. So viele Tech-Upgrades machen, so viele Truppen-Upgrades machen wie möglich und so viele Rekruten wie möglich hochleveln. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich es mir erhoffe, denn in unserem Quartier hier wartet eine Übertragung von einem alten Bekannten auf uns. Und es kann sein, dass der jetzt schon anfängt, unser zeitbegrenztes Event zu triggern. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht. Wir schauen es uns einfach mal an. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent Administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this. Before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. So, dieser überhaupt nicht klischeehafte Gentleman ist uns oder mir tatsächlich schon bekannt aus dem letzten Teil und war Vorsitzende des strengen Geheimen Rats, der uns damals, als wir noch eine Regierungsorganisation waren, unterstützt hat und finanziert hat, laut so Gericht. Ich kann hier immer noch nichts anklicken, das ist echt nervig.
Vielleicht hätte ich diese... Das ist wieder der Nachteil an dieser Tutorial-Ausgangssituation. Aber ich glaube, ohne die wären wir noch aufgeschmissener gewesen. Wir gehen einfach auf die Brücke und gucken, dass wir hier vorankommen. Die Folge wird übertrieben lang. Commander, our current position is here, just outside Resistance Headquarters. When we're not on the move, this will serve as our home and our source of supplies. The Councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tigan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. So, jetzt wird's hier allmählich. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. So. Avenger plotting new course. Ihr nehmt mir das hier alles ab. Ihr lasst mich ja am Anfang nicht selber entscheiden, gell? Ja, was soll's. Das hier ist auf jeden Fall unsere Weltkarte und hier fliegen wir durch die Gegend. The completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. Wir gehen noch heraus. Das ist unsere Weltkarte. Hier fliegen wir mit unserer mobilen Basis, dem Avenger, durch die Gegend und etablieren Widerstandsstützpunkte in Regionen der Welt. Unser Hauptziel ist jetzt erstmal, abgesehen davon, eine Offiziersautopsie an dem Advent Officer durchzuführen. Die lokale Widerstandszelle in Neuindien zu finden und Kontakt mit denen herzustellen. Und dann eben die Advent Black Site auszukundschaften und rauszufinden, was unsere Alien-Freunde mit den ganzen verschwundenen Zivilisten rund um den Globus anstellen. In der Zwischenzeit... God fucking damn it. Ich nehme hier die ganze Wohnung auseinander. Das ist kein Scheiß. In der Zwischenzeit müssen wir uns mit verschiedenen Währungen durch die Gegend schlagen. Mit Intel, also mit Geheimdienstdaten, mit Versorgung, Supplies und mit unserem Einkommen, sag ich mal. Supplies ist hier, was wir haben, und das Einkommen sind die Supplies, die Einheiten, die wir eben pro Monat bekommen von verschiedenen Widerstandsgruppen. Je mehr Widerstandsgruppen wir haben, desto mehr Einkommen haben wir im Monat. Mit diesem Einkommen starten wir unsere Soldaten mit Waffen aus, mit Medikits, mit allem Möglichen. Das ist so das im Großen und Ganzen, was wir hier auf der Top-Karte machen. All das hier kostet uns Zeit, was wir hier machen. I have made a number of interesting discoveries, Commander. Ah, die Waffen sind fertig. Und Zeit ist hier in XCOM 2 wirklich, wirklich wichtig. Denn wir kämpfen andauernd dagegen an, wir laufen andauernd in irgendwelche Wände rein. La 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 la. So. Tim, 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 tim. Wir machen gleich das nächste Waffen-Upgrade auch noch. Das kostet uns zwar einen ganzen Monat, aber hier können wir jetzt zumindest mal so ein bisschen was machen. Hier kann ich jetzt gerade keine... Hallo, Chili. Hier können wir jetzt gerade noch nichts kaufen. Flashbangs. Rauchgranaten. Darauf möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht so eingehen. Slow going, but I've made headway interfacing our equipment with the alien technology still embedded throughout the ship. Kann ich hier jetzt schon are now operating on some combination of our technology and theirs. Nein, kann ich nicht. My hope is to use the best of both worlds to come up with something new, something the aliens won't expect. Psychopathenkatze. Ich kann es immer wieder sagen, die Katze hat sie nicht mehr alle. Okay. Ich glaube, wir können das jetzt noch nicht machen. So, egal. Ihr seht, wir haben noch ein paar Leute auf der langen Kante, aber die kosten uns alle gerade noch ein bisschen Geld. Wir rekrutieren hier einmal Passi und
nochmal einen No-Name, nur für den Fall, dass... Ich glaube, wir müssen anfangen, Kanonenfutter mitzunehmen, weil ansonsten machen wir hier jede Mission doppelt und dreifach. So, okay. Strategic resource located. 58 Supplies. Okay. Das gibt direkt neue Rekruten. Das ist auch sehr angenehm. Das würde ich auch mitnehmen. Wenn wir hier nur lang genug rumfliegen, dann. Ah, okay. So. Der Raum, den wir freigeräumt haben, ist jetzt fertig. So. Advanced Tactics School. Including an increased number of soldiers we can take onto a single mission. Sehr gut. Kostet uns 85 Supplies und 3 Energieeinheiten. Das können wir uns leisten. Das setzen wir rein. So, nachdem wir dann den Ingenieur, der jetzt natürlich nichts mehr zu tun hatte, nachdem wir den Trümmer freigeräumt haben, hier beim Bau helfen lassen, ist der Bau von dem Ding um 50% beschleunigt und kostet uns dafür tatsächlich wieder nur 7 Tage. Du bist beschäftigt, wir gehen wieder hoch und machen weiter mit unserem Scan hier. Wir haben Allies scattered in cities throughout the globe, who are willing to share their knowledge of Advent's operations. The aliens are actively pursuing them. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Ja, kein Stress, gell? So, eingehende Widerstandsübertragung. Operation Massive Heart. Rescue VIP vom Advent Vehicle. Unsere Belohnung ist eine Frau Dr. Sarah Martin, eine Wissenschaftlerin und dazu 108 Intel-Einheiten. Würde ich tatsächlich mitnehmen, denn jede Wissenschaftlerin, die wir Teigen am Ende zuweisen, beschleunigt nochmal die Forschungsarbeit, die er leistet. Und wie gesagt, Zeit ist hier echt wichtig. So. Guckt mal, wir haben hier schon einen Scharfschützen dabei, und zwar eine überragende bisher, die würde ich sogar nochmal mitnehmen. Dafür nehmen wir den Joschka mit, denn der könnte definitiv nochmal ein bisschen Erfahrung vertragen und vielleicht auch mal eine Rolle und so. So. An dem Mario bzw. an seiner Waffe würde ich noch ein bisschen rumpfuschen. Nämlich würde ich hier ein Scope draufsetzen. Damit hat der Mann 5% höhere Trefferchance, das ist sehr hilfreich, denn wir wissen, draufholzen kann er, treffen ist nicht so seins. So. Okay. Upgrade. Ah, schade, für Laura habe ich noch nichts. Aber gut, wir können ja noch looten, das ist ja gar nicht so. Yo. Well, besser wird's wohl nicht mehr. Dann ziehen wir mal los in den Krieg. Es ist ein bisschen schwer hier bei dem LP die Folgenlängen abzustimmen. Normalerweise versuche ich ja die erste Mission so auf eine, die erste Folge so auf eine halbe Stunde zu schneiden. Und die alle weiteren Folgen dann so auf 20 Minuten Häppchen runter zu kürzen. Ich möchte aber auch nicht hier mitten zwischen den Einsätzen schneiden, weil dann reiße ich uns nur andauernd wieder raus. Deswegen sind die Folgen hier immer ein bisschen überlang. Wer es tatsächlich schafft, sich das alles komplett anzusehen, dann Hut ab. Dein Bullshit-Faktor ist wirklich sehr hoch. Okay, wenn Johnson lebend zurückkommt, glaube ich, schleife ich den Ausspann zum Friseur. Die Frisur geht mir irgendwie auf den Sack. Okay. Das ist aber ungeil. Aber ich lade auch im Hintergrund hoch. Das könnte eventuell was damit zu tun haben. Menace 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Opposition is concealed.
So, Keith Johnson, dann, oh, guck mal, da werden wir direkt entdeckt, überragend. Geh mal da raus und finde raus, wo die sind. Nein, vielleicht nicht, okay. Mario hier vorne, das ist auch eine nette, hohe Deckung. Laura hier. Scharfschütze darf ruhig ein bisschen hinten bleiben. Bleibe hier. Und unser Joschka darf auch ein bisschen voranstürmen. Das sind alles Entdeckungszonen. Das ist sehr schade, weil ich hätte gern Laura da oben gehabt. Aber gut, dann lassen wir das da drüben erstmal sein und gehen direkt über die rechte Flanke. Mario davor. Laura darüber. Und unser Joschka wieder. Ah, wenn er da durchläuft, das ist schon ein bisschen gefährlich. Ah, 2-1 Risiko. Ansonsten laden wir neu. Wie gesagt, das ist kein Iron Man Run. Das. Ich erlaub mir das da. Ah, so. Okay. Kief. Sollte eigentlich dann gleich auch Sichtkontakt zum Gegner haben. Nein, hat er nicht. Unfucking fast mal. Verstanden. Bin Mario unterwegs. Ah, das ist hier drüben der dämliche Störsender. Scheiße. Das Leben auch nicht unbedingt einfacher. Okay, bleiben wir mal kurz für ein Sekündchen hier. Wir haben ja noch 10 Runden Zeit, um hier dann tatsächlich lebend wieder rauszukommen. Wird erledigt. Ich sag's ja, dieser andauernde Zeitdruck in XCOM. Das ist schon eine Hausnummer für sich. Joschka kann hier hoch, ohne entdeckt zu werden. Und kann sogar hier hoch. Sehr geil. Fuck, nicht euer Ernst. Oh, scheiße. Und da triggern wir wieder alles auf einmal. Sektoid und Offizier. Und natürlich voll in Joschkas Rücken. Scheiße. Ah, Dreck. Und er ist in Panik. Überragend. Okay. Für eine Panikreaktion? Nicht übel. Nehme ich so. Hauptsache befördert, weißt du? Mal gucken, ob er das gleich lebend, ob er das gleich überlebt. Unfassbar, dass der nicht auf Joschka schießt. Okay, das wird jetzt aber trotzdem echt schwierig irgendwie zu lösen. Kief kriegt schon mal die Fresse voll. Ach, 55% den Trefferschuss, weißt du, brauche ich gar nicht anfangen. Was ich versuchen kann, ist, dass ich dem hier den Arsch... Nee, da hole ich nur die Wand weg, das ist auch scheiße. Versuchen können, ist hier rüber gehen, in der Hoffnung, dass wir dann nicht gleich den nächsten Feindtrupp triggern. Ich in der 57%ige Trefferchance, ich nicht der größte Fan von, würde ich tatsächlich versuchen, dass ich ihm hier das Auto wegspreng und damit ein bisschen Splash Damage anrichte. Sehr schön. Aura 59%, es wird nicht besser. Ich muss mein Glück versuchen damit. Ansonsten ist hier Joschka gleich geschickt. Scheiße.
Nicht mal knapp. So, Keith Johnson. Kann er unseren Joschka retten? Erstmal musste er eine andere Deckung. Am liebsten würde hätte ich ihn gerne in der hohen Deckung. Es gibt wohl keine bessere als die hier gerade. 49%. Kann deine Granate da hochwerfen. Das versuchen wir. Das ist nicht unbedingt so, wie ich gehofft hatte, aber ich nehme das so. Damit ist zumindest Joschka mal auf der sicheren Seite. Und Keith darf sich dann demnächst zu Mario bewegen und sich ein Medikit abholen. Mit einem Overwatch. Hostile Interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. Wenn ich Keith da jetzt rauslasse, dann ballert ihm der Sektor in den Rücken rein und er ist Geschichte. Das würde ich gar nicht vermeiden. Mal gucken, ob man hier in der Deckung rein kann. Reicht schon nicht zu triggern. Scheiße. Das war dumm. Den gebe ich zu. Der war echt dämlich. Gerade für ein Sekündchen überfordert. Moment. Mal Laura hier reinsetzen. Begebe mich zu dieser Position. Und Pistolen-Overwatch einsetzen. Joschka hat sich in der Zwischenzeit auch wieder eingekriegt. Mal gucken, ob wir ihn da runter schaffen können. Der hat zumindest mal dann das Loot mitnehmen können. Und zwar richtiges Loot. Got something new. 34% Trefferchance brauchen wir auch nicht. Dann setzen wir den auch in Overwatch. Und Mario kann hier vorrücken. Scheiße, der holt schon das Leiche wieder. Die 84% können wir uns, glaube ich, sparen. Versuchen wir auch mit Laura hier ein wenig nachhalten können. Kostet uns zwar 2 Aktionspunkte, aber... So, Joschka. Bewegen wir hier rüber. 76% auf den Sektoiden, den würde ich so nehmen. Schönes Ding. Und Mario zieht mir hier mit 84% den Zombie weg, damit der nicht gleich auf Laura einschießt. Sehr schön. Sehr schön. Bedrohung ausgeschaltet. Hoffentlich bleibt Johnson jetzt liegen. Scheiße, ist nicht euer Ernst. Und Joschka ist wieder panisch. Überragend. Mal jemand dem Mann ein paar Beruhigungspillen zuwerfen. Gebt dem Mann eine Zigarette. Ja gut, hätte mich auch gewundert, wenn man den getroffen hätte. Wäre aber geil, wenn die Karre jetzt in die Luft fliegen würde. Laura, 45% auf den Trooper. Der wäre halt echt geil. Aber den trifft die nicht. Den trifft die nicht bei aller Freundschaft. Bestätigt. Rücken mal davor. Und bitte Feuerschutz. Bleiben dann mit der Pistole hier ein wenig in Deckung. Der gute Mario geht zu der. Begebe mich zur Zielposition. Zu dem Mast hier vor. 55%. Allerdings fliegt eventuell gleich die Karre in die Luft. Wir setzen ihn mal auch lieber in Overwatch. Bingo. Bin ich froh, dass wir den gerade nicht durchgezogen haben.
bisschen Grunddamage auf so einen Sektoiden drauf, das schadet nie. Wenn Laura den trifft, das ist natürlich brutal. Tatsächlich, die Frau macht mich fertig. Die Frau macht mich so fertig, ich sag's euch. So, 67% auf den Sektoiden. Der wäre sogar wichtig, weil der im Overwatch ist. Den wegmachen wird meinen Bewegungsspielraum deutlich erhöhen. Vielen Dank dafür, Mario. Ich bin sehr stolz auf dich. Negativ, Waffe ist leer. Laura 39% auf den. Da bin ich nicht der größte Fan von. Mal lassen wir mit Joschka hier vielleicht ein bisschen in Deckung von dem Van vorrücken. So, das sind auch nur 29%. Der geht mir lieber in Overwatch und guckt, falls der Typ aus der Deckung kommt, dass er da irgendwas reißt. So, Laura nochmal einen Ticken vorrücken, hier noch ein bisschen erhöhte Position mitnehmen. 37% können wir uns auch sparen. Gehen wir in die Pistol Overwatch. So, Bewegt sich natürlich nicht aus der Deckung, das wäre natürlich zu einfach. Ich sehe nicht, was passiert. Hat er deine Leiche wieder geholt? Nein, Joschka ist wieder panisch. Schade. Zum einen, weil er da jetzt völlig ungedeckt steht. Okay, Laura 39%. Spaß dir, Frau. Spaß dir einfach. Und Mario muss ohnehin mal nachladen. Das kostet uns auch wieder einen Aktionspunkt. Wirf mal hier lieber noch ein bisschen Overwatch rein. So, Laura, flankieren. So ein bisschen zumindest. Wir stehen hier allmählich unter Zeitdruck. 45%. Ah, Spaß der Frau. Spaß der Frau. Überwachung läuft. Okay. Hat er die Leiche wieder geholt, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Denn wenn wir den jetzt... Joschka, keine Munition mehr, das ist sehr schade. 41% Trefferchance. Scheiße. Aber sag mir, dass du Schussfeld hast. Hast du nicht, natürlich hast du nicht. Hier los! Allmählich haben wir hier ein Zeitproblem. Allmählich wird es hier ungeil. Das muss das regeln, Frau. 2. Oh, fuck, Attack. Joschka, der hat zumindest noch eine Granate. Vielleicht hätte man die Granate jetzt erst werfen sollen, dann wäre der Sektor aus der Deckung draußen gewesen. Hat das gereicht, um Platz zu machen? Es hat, Gott sei Dank. Mario. Begebe mich zu dieser Position. Das war so blöd. Auch für eine Runde hergeschenkt. Scheiße. VIP in Sicherheit. Sind unterwegs. Menace 15 Status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. So, und da haben wir Miss Sarah Martin. Die sich gleich mal mit viel Schwung in Richtung Extraktionszone begeben darf, denn wir gucken, dass wir unsere Ärsche hier jetzt rausbewegen. Und zwar ziemlich zügig, denn da kommt gleich ein Advent-Landungsschiff und bringt feindliche Verstärkung und die will ich nicht mehr erleben. So, Mario, raus, raus, raus. Evakuieren. Laura. Und los geht's. Nicht wie weg. Aus. Dr. Martin. Erledigt. Gott sei Dank. Wow. Was für ein Kampf. Scheiße, Joschka. Ich hab Joschka vergessen. Oh, Gott sei Dank. Der schafft es doch in die Extraktionszone rein. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Confirmed. Mission accomplished.
haben wir es wieder geregelt. Haben wir es wieder mit einem Arschrunzeln geschafft. Und haben nur einen Rookie dabei verloren. Aber seht ihr, deswegen habe ich gerne einen No-Name dabei. Denn, so hart es klingt, die sind verschmerzbar. Verschmerzbarer. Dann verteilen wir mal ein paar Beförderungen, nicht wahr? Bevor wir die Folge auch schon wieder beenden dürfen, ist auch schon wieder ein halbes Stündchen. So. Tatsächlich dürfen wir nur Joschka befördern, das ist in Ordnung. Und aus dem wird ein Heavy sehr angenehm. Würde ich so nehmen. Ah, ein Lasersight. Ein PCS-Fokus. Weniger Reaktion auf Panik und psychonische Attacken. Blablabla. Sehr geil. Sehr geil. So, das war's mit dieser Folge. Danke an alle fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.